Komm, wir holen hier noch ein bisschen Erde raus. Das glaubt uns doch ja nachher keiner. Ah, es gibt doch nichts Besseres als frische, neue, weiße Radschuhe. Aber da wir nicht jeden Tag neue Radschuhe aus dem Karton ziehen können, müssen wir unsere alten auch mal sauber machen. Ich zeige euch heute im Video, wie ihr eure alten Radschuhe wieder sauber bekommt und welche Geheimzutat ihr braucht, damit ihr auch schlechte Gerüche wieder entfernen könnt. Wenn man schöne weiße Radschuhe hat, dann habe ich immer am Anfang penibel darauf geachtet, dass ich immer die schön sauber halte, aber irgendwann wird man faul und man lässt sie dann doch eine Weile verdrecken und dann bekommt man sie nicht mehr richtig schön sauber. Ich zeige euch heute im Video eine Palette an Tipps und Tricks, die ich während meiner Profilaufzeit kurz vorm Rennen gemacht habe, um die Schuhe noch schnell sauber zu machen und auch wie ihr mit Profiprodukten das beste Ergebnis habt, damit ihr wieder schöne weiße Schuhe habt. Mein erster Tipp, wie ihr eure Radschuhe wieder sauber bekommt, der stammt noch aus meiner aktiven Zeit. Denn wenn ich am Start gesessen habe und mich aufs Rennen vorbereitet habe, dann hat neben Startnummer drauf machen und die Rückentasche befüllen mit der Verpflegung noch ein Griff gefehlt. Und zwar den zu den Feuchtigkeitstüchern. Die sind nämlich eine reine Universalwaffe, was Schmutz angeht. Und vor der Teampräsentation, da mussten die Schuhe halt nochmal glänzen und dann kommt so ein Feuchtigkeitstuch ziemlich passend daher und damit kann man einfach die Oberfläche relativ gut sauber machen. Durch die Feuchtigkeit kriegt man auch leichten Dreck gut ab. Der Vorteil ist, die Schuhe glänzen wieder und man hat für den kurzen Moment das Gefühl, ja, ich habe meine Schuhe wieder schön sauber gemacht und dann war man auch bereit, das Rennen anzutreten und mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, wenn es nur eine leichte Verschmutzung ist und es schnell gehen muss, die Feuchtigkeitstücher zu nehmen und einfach mal den Schuh sauber zu machen. Neben der Variante für die Schnellen unter euch mit den Feuchtigkeitstüchern gibt es natürlich auch spezielle Schuhreinigungsprodukte, wie von unserem Partner Sidi. Der hat einen speziellen Schuhreiniger für seine Schuhe entworfen und das ist ganz einfach erklärt. Man schüttelt das ein bisschen, dann sprüht man die Oberfläche ordentlich ein, damit der Schuh benetzt ist, lässt das Ganze eine Weile einwirken und dann nimmt man sich einfach ein trockenes Tuch und wischt dann den Schuh sauber und damit kann man dann Verschmutzung und Dreck lösen, dann ist der Schuh wieder ordentlich sauber, aber er müffelt vielleicht sogar noch. Und dazu gibt es dann noch das zweite Produkt von Sidi, hier diesen Schuhdeo. Damit einfach mal die Innenseite, die Schuhsohle da einsprühen, einwirken lassen und dann duftet euer Schuh hoffentlich wieder frisch nach Blumen und der Hausflur mit euren Radschuhen, der wird dann nicht mehr so verpestet. Ich würde das echt irgendwie alle paar Monate mal empfehlen, die Schuhe mal zu entlüften oder sauber zu sprühen. Weil durch nasse Fahrten oder Fahrten im Regen, dann müffelt das Ganze und das ist nicht nur für euch vielleicht unangenehm, sondern auch für Gäste bei euch zu Hause. Der nächste Tipp von mir, der kommt oder den kann man kombinieren, wenn man sein Rad sowieso schon am Waschen ist und man einen großen Eimer voll mit Seifenwasser oder Seifenlauge angesetzt hat, dann einfach, bevor man das Rad wäscht und die Suppe hier drin richtig schwarz wird vom Kettenabrieb oder vom Schmutz vom Fahrrad, einfach vorher mal seine Schuhe schnappen, vielleicht die Sohle noch vorher rauszumachen und dann im Wasserbad komplett den Schuh eintauchen und mit einer Schuhbürste am besten ein bisschen einarbeiten und einfach an den ganzen Stellen, wo der Dreck sich verfangen hat, das Ganze sauber machen, dann mit klarem Wasser ausspülen und das Ganze am besten in der Sonne trocknen lassen. Wenn ihr das macht, dann würde ich als allererst aber nochmal vielleicht einen Blick auf die Rückseite vom Schuh werfen und schauen, ob ihr in den Schuhplatten, also bei Speedplay ist das eigentlich weniger so gegeben, aber ich kenne das noch von Shimano oder von Look, dann läuft man sich gerne so richtige Sandplacken in die Schrauben rein und die würde ich einfach vorher mechanisch mit einem Schraubenzieher oder vielleicht einem spitzen Gegenstand einfach rausmachen, bevor ihr damit in den Eimer geht und dann den Schuh einfach komplett einbürsten. Wenn die Verschmutzung richtig hartnäckig sind, auch einfach den Bike-Reiniger, weil der ist ja nicht nur für den Schmutz, den wir auf der Straße auf unserem Fahrrad aufsammeln, bestens geeignet, sondern der hilft auch, den Schmutz auf dem Schuh zu entfernen. Das kann noch ein bisschen helfen, um vielleicht hartnäckige Sachen zu entfernen. Und wenn ihr einen Schuh aus Leder habt oder aus Stoff vielleicht sogar, dann vielleicht sogar ein Wasser ansetzen, wo ihr spezielles Waschmittel benutzt, so einen Löffel von da in das Wasser reingeschüttet und das dann mit der Schuhbürste eingearbeitet. Damit könnt ihr auf jeden Fall irgendwie so einen weißen Schuh aus Stoff bestens wieder aufhellen, wie halt so Klamotten. Das Ganze dann schön mit klarem Wasser ausspülen und am besten in der Sonne trocknen.
oder Zeitung reinstecken, dann hat man wieder schöne, saubere Schuhe. Und wenn man Waschmittel benutzt hat, dann riechen sie automatisch schon wieder wunderschön. Wenn unser Schuh äußerlich jetzt schön sauber aussieht, dann haben wir noch ein Problem, und zwar der Geruch, der ist manchmal ziemlich ekelhaft, und das kann einfach davon kommen, wenn wir vor allem im nassen Wetter fahren und vielleicht Überschuhe tragen, Zehwärmer, dicke Überschuhe, und den Schuh sofort mit dem Überschuh ausziehen und nicht separat trocknen lassen, weil dann entstehen halt einfach Bakterien, die so einen Schweißgeruch entfalten, und das ist manchmal ziemlich ekelhaft, und das wollen wir natürlich beseitigen. Dazu kann man einerseits natürlich so ein Schuhdeo, wie bereits gezeigt, verwenden, das Bakterien abtötet und einen schönen Geruch verteilt. Aber es gibt auch einen Haushaltstipp von mir, und zwar einfach herkömmliches Backpulver. Das könnt ihr einfach in den Schuh reinschütten, und das saugt dann einfach den Geruch auf, nimmt diesen feuchten, ekelhaften Geruch mit auf, und dann können wir, wenn das eine Weile eingezogen ist, einfach mit klarem Wasser wieder ausspülen oder aussaugen, und dann sollte der Schuh wieder schön riechen. Wäre das einfach mein Tipp, gegen schlechte Gerüche ein Schuhdeo zu benutzen oder Backpulver, Kaisernatron funktioniert wohl auch, und dann riecht der Schuh wieder schön frisch. So, die ersten zwei Punkte haben wir abgehakt, aber es gibt noch einen Punkt, den man am Schuh verbessern kann, einen gebrauchten, und zwar, wenn man Feindkontakt hatte, irgendwie mit einem anderen ins Gehege gekommen ist und der mit seinem Reifen an seinen Schuh gefahren ist. Oder was auch passieren kann, ist, wenn man eine enge Kurve fährt, dass man einfach mit dem Vorderrad sich vorne hier eine Schramme reinhaut, dann sieht der Schuh echt ziemlich hinüber aus. Und dann wollte ich euch noch vielleicht einen Tipp geben, wie ihr so kleine Schönheitsreparaturen erledigen könnt. Bei einem weißen Schuh eignet sich dann einfach ein weißer Lackstift. Den benutzt ihr einfach, um dann quasi so schwarze Striefen vom Feinkontakt oder vom Reifen zu überdecken. Dann ist das Gröbste eigentlich verdeckt, und mit einem schwarzen Schuh funktioniert das dann einfach mit einem schwarzen Edding. Das wäre einfach so mein Tipp, dass man seine Schuhe vielleicht so ein bisschen reparieren kann. Bei ganz großen Sachen kann man natürlich nichts machen, oder man gibt es zu einem professionellen Schuhmacher, wenn einem viel an dem Schuh liegt. Dann wären das so meine Tipps, wie man seine Schuhe wieder schön sauber bekommt. Das waren jetzt meine Tipps und Tricks, wie ihr eure Radschuhe wieder schön sauber bekommt. Und falls ihr jetzt gleich in die Kommentare schreibt, ich fahre nur schwarze Schuhe, die Tipps gelten auch für euch, denn auch schwarze Schuhe, die werden dreckig und können stinken. Deswegen schreibt mir doch auch mal gerne in die Kommentare, was ihr so anwendet, um eure Radschuhe sauber zu bekommen. Würde mich wirklich interessieren, ob ich vielleicht einen Haushaltstipp vergessen habe oder ein geheimes Reinigungsmittel. Dann lasst mich das gerne wissen. Und wenn ich euch dabei geholfen habe, eure Radschuhe wieder zum Glänzen zu bringen, dann lasst auch noch ein Like da und abonniert unseren Kanal GCN auf Deutsch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.